Paneon. Schutz und Hilfe für Tier, Mensch und Umwelt. Und zu diesem Zweck haben wir vor 20 Jahren schon begonnen, M-Produkte zu empfehlen von unterschiedlichen Herstellern, von unterschiedlichen Firmen, von unterschiedlichen Möglichkeiten, gesünder zu leben. Und wir haben das gemacht, um eben Menschen zu helfen. Und es war uns ein wichtiges Anliegen, eine erfüllende Tätigkeit. Nur hat es uns immer wieder leid getan, wenn ein Produkt, das wir für gut befunden haben, mit der Zeit immer schlechter geworden ist. Oder man hat es nicht mehr so leicht bekommen oder in manchen Fällen hat es den Hersteller nicht mehr gegeben. Oder was auch immer geschehen ist, wir haben eines Tages gesagt, das war 2009, da haben wir gesagt, meine Frau und ich, jetzt gründen wir unser eigenes Unternehmen. Wenn wir die Qualität haben wollen, die uns vorschwebt, dann müssen wir selber an die Front gehen und selber eben zum Produzenten werden, um sicher zu gehen. Und daher haben wir die Firma Paneon gegründet, im Jahr 2010. Und jetzt im Folgenden ein paar Worte zu der Firma Paneon. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie sind wir dazu gekommen, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Schutz und Hilfe für Tier, Mensch und Umwelt. Das war unser Anliegen von Anfang an, das war um 1990 herum, als ich persönlich, da war ich 35 rund, erste ernste gesundheitliche Probleme bekommen habe. Wir sind Profisportler gewesen, wir haben alle neuen Sportarten gemacht, Mountainbiken, Windsurfen, Drachenfliegen, Snowboarden. Wir waren voll unterwegs, wir haben 5 Jahre eben wirklich professionelle Sport betrieben und dann eben so war es 1990 um den Mauerfall herum. Da habe ich gespürt, es geht nicht mehr. Und das war so ein einschneidendes neues Empfinden, so die Schwäche zu spüren. Und ich habe mir gedacht, stimmt das, dass es mit 30, mit 35 bergab geht? Und dann haben wir das positive Erlebnis erlebt. Wir haben erlebt, wie wir eben durch gesunde Ernährung und durch diätetische Produkte wieder zur alten Kraft zurückgefunden haben. Geholfen haben uns da unsere Eltern, meine Mutter Ärztin einerseits, Schulmedizin und andererseits die Mutter von meiner Frau, die naturheilkundige Kräuterhexe. Wir haben einfach das Wissen aus beiden Welten zusammengelegt, mit einigen sehr, sehr erfolgreichen naturheilkundigen Ärzten kooperiert und das Ergebnis war einfach so berauschend. Wir haben gesagt, das muss jeder wissen. Jeder wissen, wie das weitergeht. Da sehen Sie uns beide, Andrea und mich, mit dem Miel, unseren jetzigen Hund. Dann gibt es eben rechts oben das Firmengebäude in Brunn am Gebirge. Da sehen Sie den Max, unseren ersten Hund, der eben dazu geführt hat, dass wir uns auch mit der Tiergesundheit auseinandergesetzt haben. Eines Tages war der Max so krank, so schwach, dass wir schon Angst um sein Leben hatten. Und da haben wir eben gesehen, es gibt eine Vollwertkost auch für Tiere, eine Naturnahrung für Tiere. Und da war der Max mit seinen 14 Jahren, wo der Tierarzt den schon aufgegeben hatte, innerhalb von einer Woche wieder voll da. Er ist mit mir wieder joggen gegangen und zu dem Zeitpunkt haben wir gar nicht gewusst, dass er dann auch noch 17 werden wird. Wir waren mal froh, dass er wieder aufgekommen ist und wir waren so begeistert, dass wir gesagt haben, hey, diesen Effekt gibt es nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei den Tieren. Und auch die Tiere bekommen teilweise so minderwertige Nahrungsmittel, dass auch hier sehr, sehr viel getan werden kann, dass auch die Tiere viel gesünder leben können. Also Arztfamilie plus Naturheilkunde. Dann wir haben jetzt eben schon über 20 Jahre Erfolg in der Humangesundheit, dann kamen 10 Jahre Erfolg in der Tiergesundheit dazu, dann eben die Gründung von Paneon im Jahre 2010 und die Tatsache, dass wir ein reines Familienunternehmen haben, ein geschütztes Unternehmen und weit weg von Interessenten, vom Interessen von Banken, von Investoren. Weil was will ein Investor von einer Firma? Der will Profit haben.
Und ich habe es schon zu oft erlebt und erst die Jahre vor der Gründung von Paneon war ich dabei, wie ein Unternehmen gegründet wurde, wo die Investoren richtig Druck gemacht haben, um eben hier wirklich die Produktqualität zu senken, um eben mehr Profit herauszuholen. Das war ganz gegen unseren Vorstellungen. Das war mit ein Grund, wo wir gesagt haben, wenn wir ein eigenes Unternehmen gründen, dann muss das privat finanziert werden, dann muss es so sein, dass kein Investor reinreden kann. Und das ist uns gelungen. Ja, wir haben ein konstantes Wachstum, das wirklich schön gleichmäßig vor sich geht. Wir haben ein Konzept auf langfristige Sicherheit und deswegen haben wir auch den Namen Paneon gewählt, was nichts anderes heißt als Pan für Äonen, Pan-Äon für alle Zeiten. Das ist Paneon. Was sind die Produktsparten? Sie sehen hier ein ganzes Potpourri von verschiedenen Produkten. Und die Dachzeile ist ganz einfach Naturgesundheit für alle. Das bedeutet, wir schützen Menschen vor dem Infarkt, wir schützen Menschen vor Krebs. Unser Weg ist Diätetik einerseits und Entgiftung andererseits. Wir haben zusätzlich auch noch Bio-Körperpflege, Bio-Wäschepflege. Wir haben einen Bio-Fairtrade-Kaffee, wo eben auch gesund der Genuss betrieben werden kann. Wir wissen alle, dass Kaffee nicht wirklich gesund ist. Aber er schmeckt gut und er tut gut und ich trinke ihn auch gern. Und wenn wir schon genießen, dann eben möglichst gesund und möglichst ohne den negativen Wirkungen. Wir haben Wäschepflege und wir haben grüne Technologien, die wir unterstützen. Wir haben ein E-Bike-Konzept gegründet mit Gutscheinen, wo eben Konsumenten durch die persönliche Empfehlung eines begeisterten E-Bike-Fahrers wiederum anderen helfen kann, diese Technologie zu nutzen. Aber das, was uns am meisten am Herzen liegt, wo unser ganzes Herzblut drinnen steckt, das sind die Tiere. Die Tiergesundheit. Und das hat noch einen weiteren Grund. Weil die Jahre, wo wir uns ausschließlich in der Humangesundheit beschäftigt haben, wo wir Menschen geholfen haben, weg von der Infarktgefahr, weg von der Krebsgefahr zu kommen, da war es sehr oft so, dass die Menschen skeptisch waren und vielleicht zu ungeduldig und vielleicht nicht so richtig überzeugt. Und das ist jetzt komplett anders durch die Tiere. Wir merken es besonders bei jenen Kunden, deren Tiere praktisch über Nacht neu geworden sind, die einen neuen, gesunden Körper bekommen haben, einfach durch die Kraft der Erneuerung, das sind genau jene Menschen, die sagen, hey, und was ist mit mir? Ich möchte auch so gesund werden. Muss ich denn jetzt eure Tiergesundheitsprodukte essen? Tierfutter essen, sagen wir. Naja, gesünder wäre es schon, als eine Wurst zu kaufen im Supermarkt. Aber für Menschen haben wir etwas Besonderes. Wir haben eben Entgiftungsprodukte einerseits, um eben die Belastung durch die Umweltgifte, durch Stoffwechselgifte zu vermeiden. Andererseits eben diätetische Vitalstoffe, hochdosierte Vitalstoffe, um eben auch das Defizit von Mangel Ernährung auszugleichen. Und das ist unser Weg bei Menschen und das erkläre ich an anderer Stelle noch genauer.